Moin! Die Vlad ist eine achtschüssige Pistolenarmbrust aus dem Hause EK Archery. EK Archery ist Hersteller der ikonischen Jak 1 und der Jak 2, meiner heißgeliebten R9, der RX, der Edda, der Siege, dem Whipshot und noch viele weitere. Jetzt bringen die zum ersten Mal eine Magazinarmbrust im Kaliber 6,5 Zoll Pfeil raus. Da ich erklärter EK Archery-Fan bin und 6,5 Zoll bekanntlich mein Lieblingskaliber ist, ist natürlich völlig klar, dass wir uns das Ding anschauen müssen. Ob die Vlad meine neue Lieblingsarmbrust ist, das erfährst du jetzt, wenn du dran bleibst. Ja, was dich in diesem Jahr erwartet, hast du ja bereits hier erfahren. Und wie versprochen, schauen wir uns heute mal die Vlad an. Tja, sie tritt in große Fußstapfen, denn EK Archery ist wirklich ein großer Name. Die große Schwester, die Edda, kennt wahrscheinlich jeder von euch. Die Vlad ist aber wie gesagt die kleine und hat 6,5 Zoll Pfeile, die Edda hingegen 7,5 Zoll. Verarbeitungstechnisch muss ich sagen, die Vlad ist auf jeden Fall auf dem gleichen hohen Niveau wie die R9, die Edda und die RX gefertigt. Das gefällt mir sehr gut. Der Schaft ist aus Metall und macht das ganze Ding dadurch ein bisschen schwerer. Auch das gefällt mir eigentlich ganz gut. Allerdings finde ich den Schaft nicht allzu angenehm im Anschlag. Wenn man Kimme und Korn nutzt, kann man wunderbar die Wange auflegen auf den Schaft. Ja, und wie eigentlich immer bei EK Archery ist das Ding völlig ohne Werkzeug ziemlich schnell zerlegbar. Dazu nehmen wir uns einfach nur einen Pfeil, das ist unser Ersatzwerkzeug. Es geht auch jeder andere, relativ spitze Gegenstand. Und ihr drückt einfach nur diesen AR-Pin durch. Zack, dann zieht ihr den hier raus. Jetzt könnt ihr das Ganze wie eine Motorhaube aufklappen und den Wurfarm einfach entnehmen. So, wieder zugeklappt, Pin durch, Klappschaft und zack, das Ding ist super schnell, super kompakt. Das ist richtig cool, das gefällt mir richtig gut. Ja, und dieses Konzept hat mir und vielen anderen Nutzern so gut gefallen, noch vor der Veröffentlichung der Vlad, dass wir alle angefangen haben, unsere bestehenden Armbrüste irgendwie umzubauen, dass die hier mithalten können. Weil das ist wirklich ein krasses Feature. Der Jörg hatte damals zusammen mit Gerald von Steamo eine Lösung gefunden und hat das dann in die GoGun-Gruppe publiziert. Und man braucht nur eine Metallsäge oder eine Feile und eine Rändelschraube. Mehr nicht. Das ging sogar recht gut, war aber noch lange nicht so schnell wie die Vlad. Später brachte dann Steamo ein Schnellwechselsystem auf den Markt, was das Ganze nochmal viel einfacher und schneller machte. An der Stelle nochmal vielen, vielen Dank an Jörg, der wirklich unermüdlich an dem Thema arbeitet und damit die Evolution der Magazinarmbrüste unermüdlich vorantreibt. Aber auch wenn Steamo da mitgezogen hat, so schnell wie bei der Vlad ist es nicht geworden. Aber wir bauen die jetzt wieder zusammen. Dadurch drücken wir einfach wieder den Pin, legen dann den Wurfarm ein und drücken den Pin wieder rein. Fertig. Wir gucken uns jetzt mal den Abzug an. Und der ist anders als bei 6,5 Zoll so üblich. Keine Schubse, sondern ein richtiges Armbrustschloss. Es ist dem Armbrustschloss der Edda recht ähnlich, zumindest auf den ersten Blick. Allerdings kommt es ohne die bekannten Fehler. Das heißt, hier wird die Nocke definitiv nicht von der Kralle gefressen. Die Kralle ist breit genug, dass der Schaft des Pfeils vollständig durch kann. Lediglich die Vanes halten dann den Pfeil davon ab, zu weit nach hinten zu rutschen. Das ist echt ziemlich ausgeklügelt. Und ja, durch dieses richtige Armbrustschloss haben wir hier einen echt tollen Abzugswiderstand. Eigentlich bräuchte ich jetzt eine Kofferwaage, aber die habe ich leider noch nicht. Bis jetzt kann ich nur sagen, gefühlt ist das top. Ja, und wir haben hier eine Sicherung. Und wie ihr seht, ist die im Navy Grip ziemlich leicht zu bedienen. Und daher ist das Ganze eigentlich gar kein Nachteil für mich, sondern eher sogar ein Vorteil. Die Vlad hat 4 Picatinny-Schienen. Eine hier, eine hier, eine hier und eine hier. Leider ist unten keine. Hier kann man einen Red Dot drauf machen, hier ein Red Dot oder ein Scope. Ja, und wie gesagt, wenn man Kimme und Korn nutzt, das hier übrigens schon integriert ist, dann funktioniert der Schaft wunderbar als Wannenauflage. Wenn man jetzt allerdings einen Red Dot draufpackt, ist das nicht mehr so optimal und deswegen habe ich hier weder ein Red Dot noch ein Scope drauf. Dann ist man halt einfach mit den Augen viel zu weit oben und kann nicht mehr auflegen. Und das finde ich persönlich suboptimal und dann brauche ich auch kein Red Dot und auch kein Scope, wenn ich auf der anderen Seite diesen Vorteil mit dieser Präzision verliere. Der Schaft ist halt ein Guss. Das ist schön massiv und wirkt wirklich schön hochwertig. Aber es lässt sich halt nicht anpassen. Das heißt, wir können hier nicht, wie zum Beispiel bei der Edda, den Schubschaft benutzen.
Und wir können auch nicht, wie bei der Siege, die Länge und auch nicht die Höhe einstellen. Und darüber hätte ich mich persönlich aber sehr gefreut, weil ist ja schon cool, einen Red Dot oder einen Scope zu benutzen. Aber so bringt mir das dann nicht viel. Ja, und bei mir passt das jetzt gerade so. Ist aber ehrlich gesagt nicht so ganz optimal. Da muss ich sagen, da tut mir der arme 2-Meter-Peter leid. Ja, also jetzt mal ohne Witz. Was will jemand machen, der 2 Meter groß ist? Das wird wahrscheinlich schwierig. Das ist aus meiner Sicht schon wirklich ein Nachteil. Aber vielleicht kann man da ja was machen. Dazu kommen wir später nochmal. Die Vlad hat außerdem einen Griff fest installiert. Dieser Griff hat mehrere Funktionen. Zum einen ist es eine Handauflage mit einem Handschutz. Das gefällt mir schon mal sehr gut. Außerdem verlängert es die Spannmöglichkeit. Was wir tatsächlich hier auch brauchen, weil dieser Schaft ist halt einfach nicht so lang, dass man hier nicht so einen großen Hebel hat wie bei vergleichbaren Modellen. So ein Horn hier unten kennt man ja schon von der Stinger 1. Und ja, die Terminator 3 hat es ja auch von der Alligator übernommen, weil es ist ja der Grundkörper. Das hier gefällt mir deutlich besser. Es hat natürlich die gleiche Funktion, aber hier hat man halt einfach den Vorteil, man ist nicht so nah an der Schussrinne wie bei einer Stinger. Das ist schon gut. So könnte man schießen. Wobei ich mich da ehrlich gesagt echt unwohl fühle. Einfach die Hand vor der Mündung zu haben, gefällt mir nicht so gut. Wer weiß, vielleicht rutscht mir aber der Mittelfinger aus. Ups, und dann schieße ich mir in den Finger. Deswegen benutze ich zum Schießen dann wirklich diese Position. Also in der Regel spanne ich so und greife dann um und schieße dann. Das funktioniert sehr gut. Allerdings ist es natürlich nicht so schnell, wie wenn man einen Griff hat, der zum Beispiel vertikal ist und sich anpassen lässt. Weil dann hat man natürlich die Möglichkeit zu spannen und muss nicht umgreifen. Das finde ich auch wirklich schade, dass IK Archery diesen Griff hier fest montiert hat. Also ich finde den Griff nicht super schlecht oder so. Ich finde, der hat optisch auch was. Nur man hätte ihn doch sicherlich auch als Picatinny-Aufsatz gestalten können. Dann hätte man hier unten einfach eine Picatinny-Schiene und dann kann man sich entscheiden, möchte man diesen Vlad-typischen Dorn hier dran haben, aufstecken, dran schrauben oder möchte man doch lieber einen vertikalen Griff. Das hätte ich an der Stelle bevorzugt. Aber auch sonst ist die Vlad wirklich gut ausgestattet. Es gibt nämlich einen Red Dot dazu. Aber wie gesagt, da man hier nicht auflegen kann, spare ich mir jetzt das Red Dot hier drauf zu tun. Das sind die normalen IK Archery Red Dots, also das gleiche, was auch beim Whipshot drauf ist, das gleiche, was bei der Adder drauf ist und ich meine, in dem einen oder anderen R9 oder RX-Paket ist das auch drin. Aber ohne Gewehr, wenn dann mit Armbrust. Neben dem Red Dot haben wir direkt zum 60er Bogen dabei noch den 90er Bogen. Und das ist echt cool, weil ja, der hat viel Power und bei vielen anderen Herstellern kriegt man einen Bogen und muss dann den nächsten dazu kaufen. Alles in allem lässt sich also sagen, die Vlad ist schon ein ziemlich rundes Gesamtpaket. Kommen wir zum Design. Und das ist, sagen wir, Geschmackssache. Ich weiß nicht. Meine Theorie ist, irgendjemand wollte was richtig Cooles, richtig Futuristisches, irgendwie Vampirmäßiges bauen und hat dabei ganz fest an die G36 und die MP7 gedacht. Es sind halt verschiedene Sachen. Das ist zum einen der Klappschaft, der mich sehr an die G36 erinnert. Es ist aber auch vor allem dieser Bereich, der mich an die MP7 erinnert. Und auch der Griff erinnert mich sehr an die MP7. Dieser Griff erinnert mich an das G36. Allerdings ist da der Griff hier oben drauf. Glaubst du nicht oder verstehst du nicht, was ich meine? Kein Problem, ich habe das Ganze für dich mal nachgebastelt. Ich sag ja nur. Naja. Ich bin eigentlich ein großer Fan von G36 und MP7, aber ich muss sagen, dieses Mashup mit dem Vampir-Flair ist nicht ganz meins. Ein schlichteres Design, wie zum Beispiel bei der Adder, Siege, R9 oder RX, hätte es mir einfach mehr angetan. Aber ich bin halt auch kein Vampir. Das hier ist mir einfach zu futuristisch und ja, ich weiß auch nicht, zu abgefahren einfach. Und irgendwie ist es halt auch nicht so ganz ergonomisch. Also es geht irgendwie, aber es fühlt sich halt doch wirklich sehr ungewohnt an. Aber das ist nur meine Meinung. Nach einer Woche Benutzung, vielleicht ändert sich das auch. Und vielleicht bist du ja ein absoluter Fan vom Design und das Ding passt dir wie angegossen. Dann habe ich gar nichts gesagt. Das gilt hier wirklich nur für mich. Beim Deckel wurden allerdings mir wirklich unverständliche Designentscheidungen getroffen. Also, versteht mich nicht falsch, er funktioniert technisch sehr gut.
und ist auch Speedloader geeignet. Erinnert mich ein bisschen an den Mechanismus bei Jörgs V2-Magazin. Wobei ich sagen muss, der Mechanismus hat mir tausendmal besser gefallen. Mit dieser Kugel, das war einfach eine wirklich wertige Verriegelung. Man hat wirklich gemerkt, es ist eingerastet, man hat es gesehen. Es war einfach toll. Hier muss ich sagen, es hängt halt alles hier an diesen Plastikfedern. Also der Deckel öffnet sich, indem man diese Plastikfedern zusammendrückt und hochzieht. Und die Plastikfedern sind Teil des Magazins. Ich habe damit in der kurzen Zeit jetzt noch keine Probleme gehabt. Und ich habe auch noch nichts von irgendwem gehört, wo das irgendwie kaputt gegangen ist. Aber ich könnte mir vorstellen, dass wenn es zum Beispiel sehr kalt ist oder das Material zu lange in der Sonne liegt, dass das dann hier wirklich brüchig wird und sich verabschiedet. Und da das halt wirklich hier mit der Außenwand verbunden ist, lässt sich das auch nicht wirklich austauschen. Also diese Entscheidung kann ich tatsächlich nicht nachvollziehen. Aber jetzt würde ich sagen, wird es Zeit, dass wir mal schießen. Beiliegenden Pfeilen. Da muss ich sagen, die sind wirklich, wirklich nicht gut. Also bei diesen Pfeilen sind mir schon oft die Nocken rausgefallen und ich habe sicherlich noch keine 500 Mal mit der Blatt geschossen. Außerdem neigen die Pfeile sich dazu, äußerst schnell zu verbiegen. Und das ist auch kein Vergleich zu den Steamboat-Pfeilen. Das ist ein anderer Punkt, wo ich wirklich sagen muss, hier kann ich EK Archery nicht nachvollziehen. Die Edda hat wirklich tolle Carbon-Pfeile. Der Whipshot hat wirklich tolle Carbon-Pfeile. Die R9 hat wirklich tolle Carbon-Pfeile. Warum? Ich verstehe es nicht. Und das ist wirklich verschwendetes Potenzial. Und was ich wirklich, wirklich merkwürdig finde, hier gibt es eine Aufschrift, die uns verrät, wir sollen nur die Originalbolzen nehmen. Und hier ist ein 90-Pfund-Bogen dabei. Da kann ich euch jetzt schon sagen, das werden wir in diesem Video nicht nachmachen. Allgemein werden wir jetzt auch nicht mit den Bolzen schießen. Denn ich habe was ganz Neues hier. Wie ihr wisst, kommt ja der große, große Pfeiltest. Und ja, ich verrate schon mal was. Das Ganze wird wirklich ein sehr großes Projekt und es kriegt einen ganz besonderen Namen. Aber dazu später mehr. Und wir haben 7 Teilnehmer und der neueste Teilnehmer ist Gogan. Und die Pfeile sind heute angekommen. Das ist das erste Mal, dass ich sie schieße. Und das machen wir jetzt einfach. Wie gesagt, 8 Pfeile passen in das Magazin rein. Auch wenn das hier Alu-Pfeile sind, sind die 1000-mal hochwertiger als die von EK Archery. Die sind mal mindestens genauso gut wie die Alu-Bolzen von Steamboat. Ich muss sagen, die Farbe gefällt mir echt gut. Ne? Das ist so ein Ultrablau. Hier im Vergleich dazu ein blauer Steamboat-Pfeil. Ich weiß nicht, ob es auf der Kamera so gut rüberkommt. Aber es sind tatsächlich, in echt sind es 2 völlig verschiedene Farben. So, dann würde ich sagen, geben wir doch einfach mal eine Gruppe ab. Erste Mal, dass ich diese Pfeile schieße. Also ich gebe mir Mühe zu treffen. Ich verstehe nur nicht, warum es nicht klappt. Naja, aber das ist ja jetzt der Vorteil, wir haben jetzt noch mindestens 3 weitere Pfeile. Aber es wäre ganz cool, mindestens einen Treffer zu kriegen. Und Pfeil Nummer 8. Ja, was sagt man dazu? Also das ist aber auch wirklich jetzt gerade mit Abstand die schlechteste Gruppe, die ich je geschossen habe mit der Blatt. Normalerweise trifft schon der ein oder andere Pfeil auch mal einen schwarzen Punkt. Aber das ist ja jetzt gerade nicht so toll. Deswegen, das können wir so nicht stehen lassen. Wir machen es einfach nochmal. Und gucken mal, wie das wird. Okay, besser. Mensch, was war denn da gerade los? Okay, wisst ihr was? Wir machen jetzt alle einfach auf die Mitte. Ah, Bullseye. Hat das jemand von euch auch oder habe ich da ein Montagsmodell erwischt? Das passiert mir ab und zu mal. Also nicht immer, und das ist ja auch wieder schnell repariert, also das ist ja, da geht nichts kaputt oder so. Oh, Robin Hood.
Na, aber es ist irgendwie ein bisschen störend und ich verstehe nicht ganz, wie das zustande kommt. Und das war's. Ein Punkt, den ich noch bei der Ausstattung vergessen hatte. Die Vlad hat eine Trockenschusssicherung. Und die funktioniert auch echt gut. Man kann sich anstrengen, wie man will. Die Sehne geht da nicht drüber. So, dann gucken wir uns mal das Schussergebnis an. Also was jetzt bei dem los war, der war darauf gezielt. Nicht, dass ihr denkt, der ist von da nach da. Keine Ahnung, was bei dem los war. Der Rest der Pfeile ist ja echt ganz in Ordnung. Also das war ja der erste, meine ich. Und die restlichen sind ja dann alle hier ziemlich gut gruppiert. Zwei haben dann auch wirklich die Mitte getroffen. Ja, das ist für mich jetzt nicht verwunderlich. Und das heißt für mich jetzt auch nicht, dass die Vlad eine schlechte Armbrust ist. Sondern das heißt in erster Linie, dass ich mich damit erstmal verbessern muss. Also das ist jetzt einfach, ja, was will man erwarten? Nach einer Woche ist man halt noch kein Meister. Ja, und wie sich das so für ein, das ist eventuell meine neue Lieblingsarmbrust-Video gehört, machen wir natürlich auch eine FPS-Messung. Wobei, FPS ist eigentlich falsch, wir messen die Meter pro Sekunde, aber das lässt sich ja umrechnen. Sorry, wenn es jetzt zu dunkel ist, aber wir brauchen die Dunkelheit für den Kroni. Hat aber auch was, oder? Hier in diesem LED-Paradies. 46,5.48,9, 48,3, 48,4, 47,7, 48,1, unbeabsichtigter Robin Hood und 48,2. Ja, und die Trockenschusssicherung greift wieder. Wir sind also schon wieder durch. Den Durchschnitt errechne ich euch jetzt hier. Ja, und jetzt wird es natürlich eigentlich Zeit für den 90er Bogen. Eigentlich? Ja, ich zeig euch das mal. Also, ich muss sagen, ich bin echt kein schwacher Mensch. Ich bin aber auch nicht übermäßig stark. Aber natürlich sind meine Muskeln mittlerweile ziemlich auf Bogensport bzw. Repetieren von Magazinarmbrüsten ausgelegt. Deswegen wundert mich wirklich, wirklich sehr, weshalb ich so Probleme mit dem 90er Bogen habe. Und das ist jetzt keine Show. Das ist mein voller Ernst. Bitte helft mir hier, weil ich glaube, irgendwas mache ich falsch. Ihr könnt ja mal bewerten, wie ich den 60er geschossen habe. Ob das richtige Technik war oder so ähnlich. Und ja, ich mache jetzt gerade nur zwei rein, weil ihr werdet sehen. Also, die Sicherung ist vorne. Der Abzug ist lose. Die Sehne kann also einrasten. Aber sie tut's nicht. Schaut mal, ich komme nicht weiter. Da, seht ihr es? Ich bin ganz am Anschlag und die Sicherung ist auch schon aktiviert. Aber jetzt seht ihr das, immer wenn ich hier ein bisschen nachgebe, schnellt es hoch. Und ich lasse jetzt einfach mal komplett freien Lauf. Das verstehe ich nicht. Was mache ich denn da falsch? So, wir machen es noch einmal. Komplett. Boah. Da, seht ihr? Ganz am Anschlag. Aber es rastet nicht ein. Also ich finde es sehr anstrengend und ich kriege den nicht gespannt. Aber ich habe fast das Gefühl, dass hier irgendwas mechanisch nicht stimmt. Ich kriege ihn auf Biegen und Brechen nicht gespannt mit diesen Spannkrallen. Mit dem 60er Bogen geht's, wie ihr gesehen habt. Und was auch total bekloppt ist, ich hatte natürlich auch mit Jörg darüber gesprochen. Jörg meinte, vielleicht ist die Sehne nicht die originale, vielleicht ist die Sehne zu dick. Ist sie nicht, ich habe es überprüft. Und außerdem, was funktioniert, ist Folgendes. Wenn man die halt spannt, wie eine Jack One. Aber es ist halt irgendwie nicht so angenehm wie mit einer Jack One.
Oh, also ja, das bohrt sich halt da ziemlich rein. Na gut, ich hätte es vielleicht nicht aufs Brustbein, sondern auf die Brust gesetzt, dann wäre es wahrscheinlich besser. Naja, wir messen jetzt die Geschwindigkeit von 90er Vlad, ohne dass ich irgendwas vorwegnehme. Dazu machen wir wieder das Licht aus. Und ich muss sagen, mein Arm tut jetzt wirklich weh. So, 90er Bogen mit der Vlad. 68,3. Damit wir eine Fehlmessung ausschließen können, setzen wir noch zwei hinterher, egal wie unangenehm das jetzt ist. Also da ist zwar eine Sicherung und eigentlich kann ja nichts passieren deswegen, aber ich muss sagen, ich fühle mich bei dieser Spannart nicht allzu sicher. 68,7. So, und wir schießen noch ein. Und dann nehmen wir wieder den Durchschnitt aus 3. Das ist einfach ein bisschen aussagekräftiger als ein Durchschnitt aus 2. Boah, das geht echt in den Arm, muss ich echt sagen. Aber wenn man sich auf die Brust setzt und nicht aufs Brustbein, dann geht es. Einigermaßen. Wobei ich halt sagen muss, das hat nichts mit Ergonomie und nichts mit angenehmem Schießen zu tun. 66,6. 666. Boah, es ist sportlich. Aber wir sind ja auch ein sportlicher Bogensportkanal. Ja, was sage ich denn jetzt zur Vlad? Also ich muss sagen, der 90er Bogen hat verdammt viel Dampf. Das finde ich einerseits gut und andererseits schlecht. Gut, weil, ja, wirklich tolle Zahlen, tolle Werte. Nicht so gut, weil ihr seht, was das für Probleme bei mir macht, das zu spannen. Und ich, wie gesagt, ich verstehe es nicht. Ich bin ja wirklich kein ungeübter Armbrustschütze. Auch kein ungeübter Pistolenarmbrustschütze oder Repetierarmbrustschütze. Ich weiß es nicht. Ich vermute, dass dieser Bogen wesentlich, wesentlich mehr als 90 LBS hat. Und da muss ich sagen, ich verstehe es mal wieder nicht. IK Archery hatte damals die Cobra MX mit 80 Pfund angeboten und die hatte um die 50 bis 60 Pfund. Dann kam die Edda auf den Markt und die ist mit 130 angegeben. Und die landet bei verschiedenen Messungen bei über 140. Heute noch mit Bernd gesprochen, der hatte 142 gemessen. Jörg hatte, ich glaube, 146 gemessen, also wesentlich mehr als 130. Und ich glaube, das ist hier auch der Fall. Weil das ist für mich kein normaler 90er Bogen. Sowas habe ich noch nie erlebt, dass ein 90er Bogen sich nicht spannen lässt. Also gut, bei der R9 ist der 90er Bogen das Einsteigermodell. Aber bei anderen Pistolen am Brüsten ist der 90er Bogen auch oft das Ende der Fahnenstange. So wie ja auch hier. Und ich muss sagen, hier ist das Ende der Fahnenstange auch komplett erreicht. Ich hatte vor, die Vlad nicht als Vlad, sondern als Super Vlad von crossbowtuning.com zu kaufen. Man braucht das nicht unbedingt, aber man fängt halt nicht bei Null an, wenn man da einkauft. Das Ding ist schon gut vorbereitet und hat einfach deutlich mehr Power. Ja, und das war halt auch, wie gesagt, meine Hoffnung hier. Nur leider habe ich dann herausgefunden, dass crossbowtuning.com gar keine Super Vlad anbietet. Ja, und warum? Weil der 90er Bogen sich so schwer spannen lässt. Ich habe keine Ahnung, was da los ist, aber ich kriege den 90er nicht gespannt. Tommy kriegt ihn gespannt, aber wirklich nur unter heftigsten Anstrengungen. Und ich glaube nicht, dass das der Sinn und Zweck von so einer Pistolenarmbrust ist. Da hätte ich mir dann tatsächlich einen echten 90er gewünscht oder halt etwas, was ich als 90er einschätzen würde. Immer noch stärker als der 60er, weil das ist, es ist Wahnsinn. Guckt euch das an. Ja gut, jetzt ist die Sperre drin. Dann geht's nicht. Guckt euch das an. Ey, es ist Wahnsinn. Es geht einfach nicht. Ey, und mir steht der Schweiß auf der Stirn. So, und zum Vergleich gucken wir uns jetzt nochmal den 60er an. Also der Umbau ist einfach so genial. Das muss ich einfach echt noch einmal loben. Da hat IK Archery ganz genau in die Fußstapfen getreten und es gefällt mir unfassbar gut. Oh.
Boah, der Arm tut jetzt echt weh. Scheiße, das war jetzt einmal zu viel. Oh nee. Ich hätte mir einfach einen wirklich echten 90er Bogen gewünscht. Ich glaube einfach, der hier ist wesentlich stärker als 90, um andere 90er Bogen einfach zu übertrumpfen. Aber ich glaube, das geht auf Kosten des Schützenerlebnisses. Denn wie ihr seht, also für mich ist der 90er Bogen komplett unbrauchbar. Ich habe von anderen gehört, die ihn spannen können, aber ihn unangenehm finden. Da frage ich mich halt immer, spannt ihr den denn auch so oder spannt ihr den so? Ja, weil so kriege ich den auch gespannt. Na, aber, ne, also ich muss wirklich sagen, der 60er Bogen fühlt sich toll an zu spannen. Das ist echt schön. Schön weich und leicht. Oh, und jetzt treffe ich auch mal richtig decent Grooves. Oh, so langsam bin ich drin. Ha, was ist denn jetzt? Also, hä? Das war jetzt ein Ergebnis, mit dem ich leben kann. Was halte ich denn nun von der Vlad? Also, die Vlad ist wirklich ein cooles Ding, hat super coole Funktionen, die Zerlegbarkeit nach IK Archery Prinzipien, das heißt kein Werkzeug, super schnell gemacht und leicht zu verstauen und leicht zu transportieren. Das finde ich genial. Auch finde ich genial, wie viel man bekommt, wenn man dieses Paket ordert. Man hat einen Klappschaft dabei, man hat einen Red Dot dabei, man hat 10 Pfeile dabei. Gut, die Pfeile würde ich euch nicht so empfehlen. Man hat 2 Bögen dabei. Man kriegt auch noch eine Schutzbrille dabei, von denen ich ja eh schon 6 Stück rumliegen habe, dank IK Archery, weil das überall dabei ist. Aber das ist natürlich an sich eine coole Sache. Und ich muss sagen, da gibt es andere Hersteller, da ist das halt wirklich nicht so. Da muss man sich alles einzeln kaufen. Heißt das, dass das jetzt die neue beste Armbrust der Welt ist? Nein, in meinen Augen nicht. Die Vlad ist cool, auf jeden Fall. Und vielleicht spricht dich das Design ja auch total an. Und ich muss sagen, wirklich bis auf diesen Dorn gefällt es mir eigentlich richtig gut. Also, wenn hier ein Vertical Grip wäre oder halt eine Picatinny, dann wäre das für mich was ganz anderes. Aber so, weiß ich nicht, bin ich irgendwie nicht so ganz zufrieden. Also man ist hier halt einfach eingeschränkt in den Möglichkeiten, die man hat. Wenn man von null anfängt, dann wird einem das nicht stören. Dann ist das hier wahrscheinlich echt ein super, super tolles Einsteigermodell. Weil du hast alles dabei, um richtig Spaß zu haben. Und wenn du mal richtig gut trainiert hast, kannst du auch den 90er vielleicht spannen. Aber das ist halt nicht alles. Ich persönlich bin halt auch so ein Bastler. Ich liebe es einfach, meine Sportgeräte zu modifizieren. Und das war bei der Edda und der RX nicht anders. Auch bei der Siege habe ich mein Bestes getan, um das irgendwie zu modifizieren. Nur hier muss ich sagen, hier sind die Möglichkeiten einfach sehr, sehr beschränkt. Leider. Aber das ist auch nicht für die Ewigkeit. Denn, wie man ja gesehen hat, IK Archery bringt auch mittlerweile Updates raus. Wie zum Beispiel das Edda-Magazin V2. Ich finde die Vlad richtig cool. Wenn man hier eine Picatinny hätte und einen Griff dran machen kann, einen normalen Vertical Grip und wenn man ein Umbaukit bekommen könnte. Und zwar ein Umbaukit, was dieses ganze Teil hier ersetzt. Also im Grunde ein Umbaukit Tactical, aber passend hierfür. Das ist möglich. Man könnte hier einen Klappschaft haben und dann trotzdem noch immer eine Buffer Tube dran setzen. Und diese Buffer Tube hat dann natürlich wieder den Vorteil, dass man jeden AR-15 Schaft nutzen kann, weil das einfach standardisiert ist. Und das ist halt einfach das Geile am AR-15 Prinzip. Ist halt wirklich der Golf unter den Gewehren. Das gleiche gilt auch für die Bogensport AR Modelle. Ist die Vlad schlecht? Nein, überhaupt nicht. Wie gesagt, die Vlad ist ein richtig gutes Einsteigermodell. Ich habe auch die perfekte Anekdote, zumindest in meinen Augen, für dieses ganze Thema. Und zwar schauen wir uns mal das Ding an. Der IK Archery Webshot. Ist im Grunde genau das gleiche wie hier. Es gibt ein Konkurrenzprodukt, was es schon davor gab. Dieses Konkurrenzprodukt kommt auch in diesem Fall aus Österreich. Kostet ein Vielfaches oder kann ein Vielfaches kosten, je nach Konfiguration. Hat aber auch natürlich mehr Funktionen. Aber, wie ihr seht, da hängt kein Fenris. Da hängt ein Whipshot. Und warum ist das so? Weil ich halt einfach noch keine 1500 Euro mal ebenso für einen Bogen ausgeben wollte.
Und ich kann auch verstehen, wenn jemand sagt, ich möchte aber keine 600 Euro in die Hand nehmen, um eine fertig modifizierte Pistole in der Brust zu haben. Das kann ich verstehen. Dann hast du das alles hier für ein Apfel und ein Ei. Für 330, glaube ich, um den Dreh. Also, wenn ich nicht jetzt schon so gut ausgestattet wäre, wie ich es mittlerweile bin, dann wäre die Vlad vermutlich meine neue Lieblingsarmbrust. Ich muss nur sagen, die Vlad kommt halt einfach 2 Jahre zu spät. Oder mindestens 1 Jahr zu spät. Wenn sie vor 1 Jahr auf den Markt gekommen wäre, ich glaube, dann hätte ich sie heiß und innig geliebt. Weil sie einfach diese tolle Zerlegbarkeit hat, dieses absolut tolle Kompakte. Und wenn ich dann wirklich mal auch mit einer kleinen 6,5er auf 30 Meter gehen will und eine schöne Wangenauflage haben will, dann habe ich ja immer noch meine anderen Pistolenarmbrustmodelle und kann die dann halt einfach so für unterwegs haben. Und das, wie gesagt, das Prinzip ist wirklich cool. Nur es ist halt einfach nicht so anpassbar. Aber ihr spart viel Geld. Ich kann und möchte euch die Entscheidung nicht abnehmen, ob ihr euch die Vlad holt oder nicht. Ich werde sie nach diesem Video noch ein paar Wochen benutzen und ich werde sie auch mal auf Distanz bringen. Wir versuchen 15, 30 und 45 Meter. Das werden wir am Wochenende in der Shooting Range machen und das wird natürlich nachgetragen. Also das war es jetzt nicht mit der Vlad hier auf diesem Kanal. Es kommt mindestens noch ein Video dazu. Und wer weiß, vielleicht ändere ich ja auch meine Meinung oder vielleicht ändert EK Archery den Schaft. Und dann bin ich auf jeden Fall am Start. Aber aktuell ist es nicht meine neue Lieblingsarmbrust. Wer weiß, vielleicht siehst du das völlig anders. Und dieses Meme fasst es eigentlich zusammen. Es gibt 2 Sichtweisen, aber letztendlich ist beides nicht schlecht. Also entscheid du dich, wie du willst. Das ist meine Meinung. Ja? Wenn du meinst, du bist der Flatchat, dann mach das. Ich persönlich bin halt ein Stinger-Killer. Ja, aber das wär's für heute. Ich persönlich bin halt auch wirklich total hin und her gerissen. Ihr habt es ja an den Schussergebnissen gesehen. Manchmal treffe ich richtig gut, manchmal treffe ich total grottig. Und ich kann es nicht beeinflussen. Es fehlt mir hier einfach die Übung. Das muss man ganz klar sagen. Und deswegen sage ich auch nicht, dass die irgendwie unpräzise ist oder so. Das kann ich einfach nicht beurteilen. Dazu müsste man die mal wirklich einspannen in einen Block, dass die sich nicht verändert. Immer gleich spannen, immer gleich den Abzug drücken. Ich denke, so einen Test sollten wir echt mal in der Zukunft machen. Ja, ich hoffe, es hat dir gefallen, weil das war's für heute. Schreib mal in die Kommentare, ob du ein Vlad-Chat oder ein Stinger-Killer bist und ob du eine Vlad hast oder halt auch nicht. Und warum hast du eine oder warum auch nicht? Und was hast du sonst noch so? Wenn du noch keine hast und ganz dringend eine haben willst und nicht auf die übliche Lieferzeit warten willst, dann kann ich dir den Laden von Crossbow Tuning empfehlen. Der hat recht schnelle Lieferzeiten, weil der alles auf Lager hat. Und es ist auch ein relativ kleines Unternehmen, was einfach noch nicht so tot skaliert wurde und dementsprechend noch ziemlich gut funktioniert. Und außerdem, ja, und mit dem Gutscheincode MAG5 sparst du dann auch noch 5 Euro bei deinem Einkauf und tust mir und meinem Kanal auch noch einen Gefallen, indem du mich finanziell unterstützt. Schrecklich, ich bin schon so ein richtiger Influencer geworden, denn ich bekomme einen kleinen Prozentsatz des Kaufpreises als Provision und von diesem Geld kann ich mir dann irgendwann auch mal eine Supersonic kaufen oder was sonst so ansteht. Schreibt auf jeden Fall in die Kommentare, was ansteht. Vor allem Supersonic oder Supersonic Rev. Das sind so gerade meine Favoriten, die beiden. Ich muss sagen, die Camps machen echt einen guten Eindruck. Und mit den richtigen Bolzen hält das auch alles ziemlich lang. Also das wäre ein interessantes Ding. Und da können wir auch mal gucken, wie man da das Maximum rausholt. Tja, aber für heute war es das. Und ich freue mich auf jeden Fall, wenn du auch nächste Woche wieder dabei bist. Und nächste Woche schauen wir uns dann mal die Stinger Survival an. Und werden die ein bisschen aufrüsten. Außerdem werden wir uns die Super Survival anschauen. Schade. Die Kamera ist gerade leer gegangen. Das heißt, wir haben gleich kein Schussergebnis. Und wenn es übertrieben gut ist, dann zeige ich es euch natürlich wieder. Bis dahin, wir sehen uns hier bei MAG. Modern Archery Germany. Und jetzt wird geschossen. Wie immer in meinen Outros. Es ist wirklich kein Beinbruch, ne? Wie ihr seht, es ist sehr schnell repariert. Oh, 2 richtig gute hintereinander. Fast 3. Oh, ja.
Das gucken wir uns an. Komm, das gucken wir uns an. Also das waren die ersten drei. Ich begreife es nicht. Und das waren die letzten fünf. Ich begreife es nicht. Was ist denn das? Ich weiß nicht. Sieht man in der Videoanalyse, dass ich bei den ersten drei Schüssen irgendwie einen ganz fatalen Fehler gemacht habe, den ich bei den restlichen dann nicht gemacht habe? I don't get it, man.